is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satanische Wunder. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Der Feind bereitet sich darauf vor, die ganze Welt durch seine wunderwirkende Macht zu täuschen. Er wird sich anmaßen, die Engel des Lichts und sogar Jesus Christus zu verkörpern. Soweit seine Macht reicht, wird er wirkliche Wunder wirken. Die Schrift sagt, er verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun ihm Macht gegeben ist, also nicht nur durch vorgebliche Wunder. In dieser Schriftstelle ist mehr zu sehen als bloße Hochstapelei oder Taschenspielertricks. Doch gibt es eine Grenze, die Satan nicht überschreiten kann. Hier nimmt er die Täuschung zu Hilfe und fälscht das Werk, das er nicht tatsächlich fertigbringt. In den letzten Tagen wird er so auftreten, dass er die Menschen glauben macht, er sei Christus, der zum zweiten Mal in die Welt gekommen sei. Er wird sich tatsächlich in einen Engel des Lichtes verwandeln. Er wird als der personifizierte Christus auftreten und mächtige Wunder wirken. Die Menschen werden niederfallen und ihn als Jesus Christus anbeten. Uns wird befohlen werden, dieses Wesen anzubeten, das von der Welt als Christus verherrlicht wird. Uns steht die Stunde der Versuchung bevor, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Alle, deren Glauben nicht fest auf das Wort Gottes gegründet ist, werden getäuscht und überwunden werden. Satan wirkt mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, um die Herrschaft über die Menschenkinder zu gewinnen. Und seine Täuschungsmanöver werden sich ständig steigern. Doch er kann sein Ziel nur erreichen, wenn die Menschen seinen Versuchungen freiwillig nachgeben. Die Menschen, die ernsthaft die Wahrheit kennenlernen wollen und danach streben, die Seele durch Gehorsam zu reinigen und auf diese Weise alles tun, was sie tun können, um sich auf den Konflikt vorzubereiten, werden im Gott der Wahrheit eine sichere Burg finden. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren, hat der Heiland versprochen. Eher würde er zum Schutz seines Volkes alle Engel aus dem Himmel entsenden, als zuzulassen, dass ein einziger Mensch, der ihm vertraut, von Satan überwunden wird. The Lord is coming. Are you